Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Squadrons. Ich kann mich daran entsinnen, dass wir in der letzten Folge bei den Vanguards waren, also auf der guten Seite. Warum bin ich jetzt schon wieder auf der schlechten Seite der Macht? Hä? Na gut. Okay, dann wollen wir mal mit Grey reden. Als ich Polizist auf Parkella war, musste ich mich mit Papierkram rumschlagen, nur um einen Betrüger- oder Sklavenhändler dingfest zu machen. Leute, die eindeutig schuldig waren. Ich habe mich dem Imperium angeschlossen, weil ich so für das wirklich Wichtige sorgen kann. Gerechtigkeit in der Galaxis. Einen Tie zu fliegen ist gefährlicher als Verbrecher zu jagen. Jedes Mal, wenn ich den Hangar verlasse, weiß ich, dass es mein letztes Mal sein könnte. Aber ich kehre immer zurück. Ich bin Diskussionen über die Moralität des Imperiums leid. Sogar Piloten stellen das Imperium in Frage. Sie zweifeln an unseren Methoden, doch sie vergessen dabei stets eine Kleinigkeit. Es ist ganz einfach. Wir sind stark. Also bestimmen wir, was richtig und was falsch ist. Wenn du da draußen bist, darfst du nie vergessen, dass du darüber entscheidest, wer lebt und wer stirbt. Diese Stärke hast du dir verdient. Los jetzt. Unser Captain wartet. Jawohl, Chef. Ich bin auf dem Weg. Es ist geschafft. Wir haben Vanguard in die Enge gedrängt. Lyndon James hat seinen letzten Fehler begangen. Angeblich wird Lyndon selbst am Kampf teilnehmen. Zudem wird er die gleiche Rebellenstaffel anführen, die wir in Mon Cala dezimiert haben. Das ist einer seiner Schachzüge. Lyndon hofft darauf, dass ich leichtsinnig werde. Er glaubt, mich zu kennen. Er liegt falsch. Den Köder schlucken wir nicht. Die Titanstaffel wird sich auf unser wahres Ziel konzentrieren: den Starhawk. Admiral Sloan zählt auf uns. Ich wünschte, ich könnte Lyndon persönlich ausschalten. Doch als Commander ist meine Waffe die Staffel, nicht der Jäger. Los, schließt eure Mission ab. Und wenn ihr Lyndon im Visier habt, zögert nicht, ihn ein für alle Mal auszuschalten. Nee, ich, aber ich, was? Wir fangen gleich. Es ist soweit, Titanstaffel. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Nein, glaube ich hat sich nicht. Von der Rebellenflotte gelöst, aber egal. Wir konzentrieren uns auf den Starhawk. Dank der Verstärkung von Admiral Sloan haben wir ihn umzingelt. Der Starhawk hat verheerenden Schaden durch unseren Baradium-Angriff davongetragen und keine Gelegenheit für Reparaturen gehabt. Wenn ich mich nicht irre, sollte ein gezielter Treffer auf den Kern des Traktorstrahls das Schiff zu einer tickenden Zeitbombe machen. Es wird nicht leicht, an den Starhawk heranzukommen. Die Rebellen waren in der Lage, ebenfalls Verstärkung anzufordern, und zwar von der Amboss-Staffel. Lyndon Javes führt die Amboss-Staffel höchstpersönlich an. Amboss wurde bei Mon Cala schwer dezimiert, doch sie haben noch intakte Sternjäger. Sie sinnen auf Rache. Vernichtet sie. Außerdem haben sie eine Nebulon-B-Fregatte. Wir haben für euch einen Raider abkommandiert. Sobald ihr den Starhawk erreicht, müsst ihr seine Panzerung durchbrechen, um den Kern anzugreifen. Unsere Scans haben ergeben, dass sich eine nicht explodierte Baradium-Rakete im Rumpf des Starhawks befindet. Nutzt das. Sobald der Rumpf durchbrochen ist, kann ein einzelner Jäger in den Starhawk fliegen, um den Kern des Traktorstrahls anzugreifen. Wir wissen nicht, was euch im Inneren erwartet. Tut, was nötig ist, um den Kern zu überladen und flüchtet anschließend zurück zur Overseer, solange euch die Zeit dazu bleibt. All unsere Arbeit. Alles, was wir aufgeopfert haben, führte zu diesem Moment, Titan. Lasst euch jetzt nicht von Lyndon Javes aufhalten. Ja, ich will das eigentlich gar nicht. Es ist soweit. Wenn wir den Starhawk zerstören, macht uns das zu Helden. Zu einflussreichen Helden. Eine kluge Person könnte sich diesen Einfluss zunutze machen. Vielleicht Berater für Admiral Sloan werden. Und sobald man im Herzen des Imperiums ist, kann man es lenken. Von dem Augenblick an ist alles möglich. Selbst das Legen von Grundsteinen für einen neuen Senat. Wir müssen jetzt nur gewinnen.
Oh, keine Sorge. Ich habe unser Ziel nicht aus den Augen verloren. Aber hierbei geht es um mehr als nur das Ende eines Krieges. Es geht um eine wahre Zukunft für das Imperium jenseits von Todessternen und Rebellen. Dafür kämpfe ich. Egal wofür du kämpfst, denk heute fest daran. Nein, will ich nicht. Captain, es wäre verantwortungslos, nicht zu erwähnen, dass unsere Siegchancen diesmal geringer sind. Willst du andeuten, dass die Titanstaffel nicht mit einer schwer angeschlagenen Rebellenflotte klarkommt? Oh. Nein, natürlich nicht. Die bisherigen Erfolge sind beachtlich. Aber die Rebellen sind verzweifelt. Das macht sie besonders gefährlich. Eine gerechtfertigte Anmerkung, LT-514. Du wirst sie bestimmt nicht vergessen. Ich wollte auf diesem Posten erleben, wie Staffeltaktiken im Einsatz wirklich funktionieren und stellte fest, wie wenig ich tatsächlich wusste. Aber nun verfüge ich über genug Material, um eine ganze Datenbank über die Titanstaffel zu füllen und über dich. Deine Jagd auf die Rebellen war nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Danke, es war mir eine Ehre, dem beiwohnen zu dürfen. Du hast dich als unersetzlich erwiesen. Die Titanstaffel wäre ohne dich nicht dieselbe. Als ich um deinen Dienst bat, bist du dem Ruf ohne zu zögern gefolgt. Das werde ich nicht vergessen. Die Schlacht ruft. Enttäusche mich nicht. Ich will da nicht raus. Es ist soweit. Captain Carroll lässt dir die freie Wahl zwischen einem Teil Jäger, Bomber oder Abfangjäger. Puh. Hä? Naja, ein Bomber wäre ja schon... Bomber wäre ja schon cool, aber... Ich habe keine Ahnung. Aber der Abfang hier ist halt einfach in der Beschleunigung besser, ne? Okay, wir gucken mal. Du nimmst zusätzlichen Schaden beim Aufladen. Ja, gut. Was haben wir denn hier? Das wird helfen. Ja, das weiß ich noch nie, ob das helfen wird. Ich weiß nicht. Das ist meine ideale Stellung, Schaden zu verursachen, wenn du gut im Zielen bist. Ich glaube, wir nehmen das mal. Wir müssen ja einfach mal ein bisschen Kampfkraft irgendwie bekommen hier. Proton-Torpedo. Ausgesandt für allerdings über eine lange Zielerfassungsdauer. Kann nicht aus nächster Nähe abgefeuert werden. Ihr läuft für den Kampf gegen Großkampfschiffe. Schaden 4000. Das ist, warte mal. Sturmschild. Er leitet für eine bestimmte Länge beträchtlich weniger Schaden von anderen, die auf die für Angriffe auf Großkampfschiffe. Oh
Rumpfreparatur über Zeitdauer. Puh. Okay. Nehme ich das mal. Ich, Sina Sensorstörer. Ach so, das ist, ja. Jeder Reichweite verfügt aber über eine lange Abklingzeit. 26 Sekunden. Ist halt schon ein bisschen doof, ne? Ich glaube, das lassen wir mal. Der Rumpf. Ja, der Rumpf. Ich guck einfach mal, Sina Agilitätsrumpf. Okay, ich nehme das einfach mal. Triebwerk. Generierung, Verwendung von Schub deutlich erhöht. Perfekt für regelmäßig. Weißt du, wie schön ist, stark erhöht, aber schon. Ich nehme das. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir starten mal unser Todeskommando. Mehr oder weniger. Ich hoffe nicht unser. Also. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut wir uns hier ausgerüstet haben. Aha. Ich hätte nichts anderes erwartet. Der Starhawk ist direkt vor uns, aber um ihn zu erreichen, werdet ihr die Streitkräfte der Republik vernichten müssen. Overseer an imperialen Raider, helft Titan, die Verteidigung der Republik zu durchbrechen. Okay. Jawohl, unterwegs zur Position. Vorsicht, Jäger im Anflug. Titan, vernichtet die Jäger, sofort. Ja. Danke für die zweite Chance. Und wenn du nach mehr suchst, Cerissa, findest du mich beim Rest der Amboss-Staffel, während wir diesen Sternzerstörer ausschalten. Schade, dass du dich mir nicht stellst. Wow. Wie kannst du es wagen, von Scham zu sprechen? Titan ist meine Waffe. Mit ihr werde ich die Rache des Imperiums aus. Die sind schon schnell. Amboss-Anführer, schließ dich uns an, sobald du fertig bist. Au. Wir müssen die Jäger beseitigen. Ja. Um die Amboss-Staffel am selben Ort. So viele potenzielle Ziele. Die Qual der Wahl. Verdammt richtig. Nach dir. Alter, das ist aber mit dem Schießen echt ein bisschen schwierig. Gern geschehen. Vielen Dank. Alter, hallo! Sag mal, jetzt ist aber langsam gut. Jetzt. Ja. Ja. Okay, der ist weg. Nächster. Ihr werdet für den Angriff auf Mokala zahlen, Titan. Wenn euer Imperium zerbricht, seid ihr nicht mehr da, um es mitzuerleben. Das war nicht möglich. Gut, beseitigt sie. Okay, der ist auch weg. Hat
Leute, das ist nicht so einfach hier. Ja, ja. Okay. Oh, upsalalala. Oh, ich glaube, einen brauchen wir noch, ne? Jo. Alle Jäger vernichtet. Gut, jetzt konzentriert euch auf die Fregatte. Okay. Raider hier. Wir unterstützen die Titanstaffel. Diese Narren, sie sitzen in der Falle, sind in Unterzahl und merken es nicht mal. Sie sind noch schwach, wenn sie die Macht des Imperiums überrollt. Konzentration. Ich hab einfach so viel Konzentration. Es ist, ja, deswegen quatsche ich halt so wenig. Aber das habe ich euch schon so oft gesagt. Ist halt ein bisschen schwierig. Also, puh. So. Gleich geht's weiter. Du wirst angeschossen. Oh. Upsi. Euer Hauptziel ist die feindliche Fregatte. Ja. Position. Das muss aus dem Weg. Die haben mich im Visier. Ja, ja. Au. Das war knapp.